Ich bin aktiv im Hamburger Bündnis für mehr Personal in den Krankenhäusern. Und wir kämpfen dafür, dass es bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern gibt und dass die Patienten bedarfsgerecht behandelt und gepflegt werden. Ich bin heute hier begeisterter Gast beim Ratschlag der Linken zum Thema Pflegenotstand in den Krankenhäusern. Und ich erhoffe mir davon, und ich glaube, das wird auch was, dass hier eine viel bessere Organisierung der ganzen Bewegung, der bundesweiten Bewegung in Gang gesetzt wird. Denn es ist eine bundesweite Bewegung. Hamburg, Berlin, Bremen, viele andere Städte, Bundesländer kämpfen mit Volksinitiativen, aber auch betrieblich und tariflich für Verbesserungen in den Krankenhäusern, in der Pflege. Und da bin ich auch an Bord und möchte euch auch alle an Bord holen. Ich hoffe sehr, dass ihr euch den regionalen Vernetzungen anschließt, dass ihr es schafft, euch auch zu engagieren für mehr Personal in den Krankenhäusern und für eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten, für bessere Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte.